Nominiert in der Kategorie Bester deutschsprachiger Comicstrip Happy Place von Max Beitinger, Rotopol. Der Körper, den Max Beitinger von seinem Alter Ego zeichnet, ist so langgezogen und biegsam wie eine Knetgummiwurst. Und tatsächlich wird diesem Charakter, der sein Tagewerk in der Kreativwirtschaft verrichtet, einiges an Flexibilität und Biegsamkeit abverlangt. Sei es bei der Kundenakquise, im Kampf um den Zugang zu einer Internetplattform oder im ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Dazu wirken der Titel Happy Place und die Bonbonfarben, mit denen die Geschichten koloriert sind, wie eine ironische Brechung. Mit seinen Comicstrips lotet Max Beitinger das Gefühlsleben eines Zeichners aus, der Geld verdienen muss. Ganz klein wirkt sein Körper in den aufgeräumten Hallen der Agenturen, ganz diszipliniert, wenn er seine Arbeiten signiert. Max Beitinger zeichnet all das mit wenigen Strichen und klaren Flächen, als hätte diese Welt keine Tiefe. Nur wenn er neben dem Bett eines schlafenden Kindes noch etwas liest, scheint er ganz bei sich zu sein. So stilvoll lakonisch wurde das Dasein in der Kreativwirtschaft selten gezeichnet.